Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Video, und es soll mal wieder um Retrobat gehen. Und zwar wollen wir jetzt heute mal unseren PlayStation 3 Emulator installieren. Ist jetzt eigentlich nicht so kompliziert, aber man muss es ja trotzdem wenigstens mal gezeigt haben. So, also wir gehen einmal in Retrobat selber auf Retrobat. Gehen nach links, weil RPC S3 ist halt eher unter R. So, und hier können wir dann einmal, wenn wir drauf gehen, auf unseren RPC S3, sagt der Emulator fehlt. Normalerweise soll er den herunterladen, tut er aber gerade nicht, warum auch immer. So, nochmal von vorne, weil ich hatte ja den RPC S3 schon installiert und hatte dann einfach vorhin einfach nur den Ordner gelöscht und ja, dadurch tritt dann eben Fehler auf, weil er eine bestimmte Datei, die er eben braucht, um den RPC S3 überhaupt herunterzuladen, dann nicht mehr hat. So, die habe ich jetzt natürlich wieder hinzugefügt und jetzt gehen wir einmal auf RPC S3. Genau, er sagt, es ist nicht installiert. Möchten Sie es jetzt installieren? Und komischerweise kann ich weder sagen Yes oder No. Ich muss dann tatsächlich A drücken. Macht er überhaupt irgendwas? Hallo? Aufgehängt. Oder muss ich hier auf... Ah, ich muss mit der Maus auf Yes drücken. Okay, das ist natürlich kacke. Dass man dann nicht mit dem Joystick dann eben das entsprechend auswählen kann, sondern das muss man dann mit der Maus wählen. Wir sagen Ja. Jetzt hat er ihn heruntergeladen. Und jetzt macht er ihn auch direkt auf. So schnell geht's. Aber... Jetzt kommen wir zu den großen Aber. Natürlich funktioniert das jetzt so noch nicht, wie wir das wollen. Also, der ist jetzt hier drauf, der RPC S3, das ist genauso wie bei Windows eben auch. Der ist dann einfach mal hier drin. So, Sprachen haben wir natürlich nur Englisch. Wir können aber mal auf Updates überprüfen. Und siehe da, er findet auch Updates, und zwar ein Update, weil die Version, die wir hier bei Retrobat installieren, die ist 256 Tage alt und 3 Stunden. Entsprechend machen wir ein Update. So. Jetzt hat er es neu gestartet. Retrobat hat auch nur gecheckt, dass er geschlossen wurde. Wir machen jetzt hier einmal zu. Und gucken mal, ob Retrobat das trotzdem starten kann, auch wenn wir jetzt ein Update gefahren haben. Babam. Achso, ihr seht es ja noch gar nicht. Jetzt. Babam. So. Also. Wir müssen aber natürlich hier jetzt auch wieder ein bisschen was einstellen. Weil das ist natürlich jetzt, sage ich jetzt mal, einfach nur eine Standardkonfiguration, die genommen wurde. So. Ich gleiche das eigentlich mit dem, wie ich es bei mir eingestellt habe, einmal jetzt ab. Dazu hatte ich ja auch ein Video, wo ich dann für mich ein bisschen was eingestellt habe. So stelle ich es jetzt für mich auch nochmal ein und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt mal ein bisschen was eingestellt und jetzt sollten wir eigentlich soweit sein, dass wir jetzt eben einfach mal anfangen können. Aber als allererstes müssen wir natürlich die Firmware installieren, weil das bringt uns nichts, wenn wir hier nichts drauf haben. Klar, wir haben natürlich in unseren BIOS-Files die Firmware drin. Die muss aber natürlich hier noch installiert werden. Also gehen wir einmal hier auf File, gehen auf Install Firmware, wählen uns die in unserem Retrobat-Ordner aus. Da haben wir sie. Öffnen. So. Jetzt installiert er, beziehungsweise er kompiliert jetzt gerade einmal. So, und das war es eigentlich auch schon. Jetzt hat er die Firmware sozusagen installiert. Er hat einmal alles kompiliert. Und das heißt, wir sind jetzt hier einmal schön drinnen in dem Thema. So, jetzt fehlen uns natürlich noch das Allerwichtigste. Und das sind nämlich die Spiele. Und die verknüpfen wir uns jetzt so, wie ich es ja auch damals gezeigt habe. Nehmen wir uns jetzt unseren Ordner. Wenn er dann mal rauf geht. Danke. So, wir haben PS3.
Jetzt könnte man sagen, okay, wir verknüpfen den einfach. Machen wir aber nicht, weil... Also ich versuch's mal, aber ich gehe ganz stark davon aus, das wird von der Übertragungsgeschwindigkeit nicht hinhauen. So, ROMs haben wir dann und hier dann einfügen als symbolischer Link. Ich hatte es ja schon mal in einem Video gezeigt und wir haben ihn dann hier drin. Genau, haben wir unsere Spiele. So, jetzt starten wir wieder unser Retro-Bud. Und haben auch direkt unsere Spiele drin. Die brauchen im Übrigen auch am Ende die Ordner .ps3. Sonst erkennt er die nicht. So, und wir nehmen jetzt mal das Typische, was ich immer nehme, und zwar Portal 2. Jetzt gehen wir nochmal in die erweiterten Optionen rein, gucken uns das nochmal an, weil hier steht nämlich immer noch alles so unkonfiguriert. Und ich glaube, wir testen es erstmal so. Genau. Wir werden es erstmal so testen und werden mal gucken, wo wir rauskommen. Weil ich vermute mal ganz stark, der wird wahrscheinlich immer wieder die Konfiguration sozusagen vom RPCS3, die würde einmal wieder über den Haufen schmeißen, immer wieder. So, jetzt lassen wir ihn erstmal in Ruhe kompilieren. Und dann sehen wir uns gleich wieder, sobald das Spiel startet. So, er hat dann endlich mal fertig geladen nach... Ich glaube jetzt eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. So, und jetzt können wir auch einfach mal reingucken, ob soweit alles passt. Allein wenn es schon auf Deutsch eingestellt ist, dann sollte es auf jeden Fall von den Einstellungen so passen, dass er es auch übernommen hat. So wie wir es eingestellt haben. Ja, er braucht schon ein bisschen länger zum Laden auf jeden Fall. Also es wird definitiv irgendwie an der Verbindungsgeschwindigkeit zwischen Netzwerkfestplatte und PC dann liegen. Gucken wir einfach mal, wie das so im Spiel selber sich auswirkt. Science Testsubjekte ein regelmäßiges verpflichtendes Fitness- und Wellness-Training absolvieren. Ah. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie zur Decke. Gut, Sie hören jetzt einen Buzzer. Ah. Es geht schon. Gut. Das Problem ist die Gymnastikübung des Fitness. Das Problem ist einfach von wegen, er compiled zu viele Shaders zwischendurch und das wird mit den Ladezeiten zusammenhängen. Das auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall funktioniert es direkt, ohne große Einstellung. Ist schon mal wunderbar. Achso, dieses Menü übrigens taucht auf, wenn ich hier die Xbox-Taste drücke, also sozusagen die Hotkey-Taste. Da kann ich dann Exit Game sagen und komme dann wieder zurück zu meinem Emulator. So, was können wir dann noch so einstellen? Wenn wir einmal die Select-Taste sozusagen drücken, kommen wir in die erweiterten Einstellungen und können dann hier noch ein bisschen was vornehmen. Zum Beispiel können wir das Frame-Limit ausschalten oder wir stellen es auf Infinite. Im Grunde genommen könnte man es einfach auf Ausschalten, da hat er gar kein Frame-Limit. Shader-Mode können wir dann noch einstellen. Aber alles, was wir halt sozusagen hier einstellen, das können wir auch im RPCS3 einstellen. Und das sollte man eigentlich auch über den RPCS3 lassen, weil es ist keine große andere Umstellung. Wie gesagt, also man kann halt alles, was man beim RPCS3 einstellen kann, auch hier einstellen. Controller automatisch konfigurieren. Würde ich, wenn ihr spezielle Controller-Konfiguration habt, immer ausschalten. Weil... das hat sonst keinen Wert. Ja,
Und das soll es erstmal zum RPCS3 gewesen sein. Jetzt haben wir ja schon mal ein bisschen was, wo wir sagen können, von wegen, ja, okay. Es wird Stück für Stück mehr. Also es wird dann auch, werden auch noch weitere kommen. Also Windows brauche ich zum Beispiel nicht zeigen, weil Windows ist halt, ne, die normalen Windows-Spiele und ach stimmt, das mit dem Steam wollte ich auch noch zeigen. Das kommt dann auch noch und zwar wahrscheinlich dann im nächsten Video werde ich das mit dem Steam nochmal zeigen, wie man das Steam hier wunderbar nochmal einbinden kann und dann wird, wie gesagt, Stück für Stück die Emulatoren einmal, wenn wir dann durchgehen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es hat euch weitergeholfen. Wenn ihr Probleme habt, schreibt es gerne in die Kommentare oder kommt auf meinen Discord-Channel. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen oben da, würde ich mich sehr drüber freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke und tschüss.